ein Beispiel, das habe ich hier von so einem Kurs geklaut. Nehmen wir mal an, Sie haben ein iPod mit 3000 Liedern drauf. Und das, dieses Histogramm hier ist die Verteilung der Liedlängen. Ja, das heißt, Sie haben hier irgendwie knapp 200 Lieder mit einer Minute oder weniger. Ja, 350 mit zwischen einer und zwei Minuten und so weiter. Sie wissen, der mittlere Song, die mittlere Länge ist 3,45 Minuten und die Standardabweichung ist 1,63. So. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Song 5 Minuten oder länger ist? Das ist ja hier diese Binomialverteilung wieder. Das heißt, letztlich ist das die Fläche unter dieser Kurve von 5 Minuten bis zum Ende. Ja, also das da plus das da plus das da plus das da plus das da dividiert durch alle geteilt. Sind wir bei 17% knapp. So. Und jetzt machen Sie Folgendes. Sie planen irgendwie eine längere Reise, 6 Stunden, und machen irgendwie für die Reise eine Playliste von 100 zufälligen Liedern. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in diese 100 Lieder langen für eine Reise von 6 Stunden? Zufällig. Okay? Oder anders formuliert, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ja, das ist das, was ich eben gesagt habe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, alle Lieder zusammengenommen dauern 360 Minuten oder länger? Oder äquivalent formuliert, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in meinen 100 Liedern, dem Sample, dieser Stichprobe von 100 Liedern, die mittlere Liedlänge 3,6 Minuten ist, weil dann langt das nämlich auch. Okay? So. Wir wissen aufgrund des zentralen Grenzwerttheorems, dass der Mittelwert dieser Stichprobe standardnormal verteilt ist, also normal verteilt ist, und zwar mit diesen Werten. Mittelwert 3,45, ja, den erbt der nämlich von der Population, und dieser Standardabweichung, und zwar, das ist der Standardfehler, das ist das Sigma meiner Population dividiert durch die Wurzel der Stichprobengröße. Und das ist 0,16. Das ist, also so sind die Mittelwerte von zufälligen 100 Lied langen Playlisten verteilt. Sie machen eine, kommt das raus. Sie machen eine andere, kommt das raus. Und so weiter. Insgesamt werden die so verteilt sein. Das sagt der zentrale Grenzwertsatz. Und was uns jetzt interessiert ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mindestens 3,6 Minuten sind? Also, das ist die Fläche unter dieser Kurve von 3,6 bis unendlich. Ja, und zwar rechnen wir hier den C-Score aus wieder. 3,6 ist, was wir haben wollen, minus den Mittelwert der Population durch den Standardfehler, sind also 0,92. Wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass Z größer als 0,92 ist, und das sind 18%. Die Chance ist also 18%. Mit anderen Worten, Sie müssen im Mittel sowas wie 6 Playlists irgendwie vorbereiten, da wird eine dabei sein, die langt. Okay?